Aufnahme, Aufnahme hier in meinem Podcast-Studio. Test, Test, Test. Moment, es klingelt an der Tür. Ich muss hingehen. Ding Dong. Oh Mensch. Woher wusstest du, dass es klingelt, bevor ich klingel? Scheiße. Okay. Schönen guten Tag, wer sind Sie denn? Ich wollte gerade meinen semi-professionellen Podcast starten. Schönen guten Tag, semi-professioneller Podcaster. Ich bin dein Manager, du solltest mich eigentlich kennen. Hast du schon getrunken? Ein bisschen, das war doch Ihr Tipp. 2 Schlucke vor jeder Aufnahme. Ach ja, stimmt. Ich trinke so viel, ich vergesse vieles. Darf ich reinkommen? Aber natürlich, komm sehr rein in mein semi-professionelles Podcast-Studio. Ach, Stichwort, ich vergesse vieles. Herr semi-professioneller Podcaster, wie heißt denn Ihr semi-professioneller Podcast nochmal? Da habe ich mir einen ganz cleveren Namen überlegt, nämlich Flaschenwurf im Glascontainer. Mein Gott, das ist ja echt scheiße. Egal. Ich bin hier, um mit Ihnen Geld zu verdienen. Ja, wunderbar. Ich bin hier, damit Sie mit mir Geld verdienen können. Moment, Sie sind bei mir. Also ich bin sowieso hier. Das ist meine Wohnung. Und mein semi-professionelles Podcast-Studio. Mensch, so verwirrt wie Sie sind, haben Sie nicht nur getrunken. Egal. Hauptsache, ich mache Geld mit Ihnen. Was ist Ihr Begehr? Haben Sie Geld, das sagte ich gerade eben. Sie scheinen wirklich sehr, sehr verwirrt zu sein. Ich habe Sie eingeladen, oder? Haben Sie mich eingeladen? Davon weiß ich nichts. Was für ein Zufall, dass ich trotzdem hier bin. Ja, eigentlich wollte ich gerade meinen semi-professionellen Podcast aufnehmen, aber dann dachte ich mir, vielleicht können Sie mir als Manager von semi-professionellen Podcastern helfen, meinen semi-professionellen Podcast zu einem professionellen Podcast umzuwandeln. Gar kein Problem, das Einzige, was fehlt, ist Geld. Ja, blöd. Da ich unter die Podcaster gegangen bin, habe ich weder Geld noch die Ambition, Geld zu verdienen. Sie haben keine Ambition, Geld zu verdienen? In diesem Fall würde ich jetzt wieder gehen. Dann habe ich hier nichts zu verlieren. Warten Sie noch, ich habe ein Sparschwein. Wie viel können Sie von diesem Sparschwein entbehren? Es ist aus Porzellan. Also ich nehme es einfach gesamt mit. Ringelschwanz und vielleicht den Kopf. Ich nehme es gesamt mit. Okay, aber dafür bleiben Sie noch 2 Minuten. Okay. Ich brauche nämlich Hilfe. Sehr gerne, dafür bin ich da. Und zum Geld verdienen. Ich brauche einen Gast für meinen Podcast. Was möchten Sie bezwecken mit diesem Gast? Ich schaue Sie an und stelle einfach mal in den Raum, ich möchte mit ihm Geld verdienen. Das wäre meine Empfehlung, aber es geht ja um Sie. Dann würde ich gerne meine künstlerischen Ambitionen in die Welt herauslassen und mit diesem Gast ein Feuerwerk der Unterhaltung bieten, das niemand so schnell wieder vergisst. Da gibt es eigentlich nur eine logische Schlussfolgerung, Inga Krischke. Aber die ist über meinem Niveau, an die komme ich nicht ran. Inga Krischke, die Schauspielerin und Musical-Darstellerin Inga Krischke? Ganz genau diese Inga Krischke. Die Hamburger... Szene-Schauspielerin und fantastische, erfolgreiche Musical-Darstellerin, unter anderem bekannt aus Das Wunder von Bern, Inga Krischke? Genau diese Inga Krischke. Da kommen Sie nicht ran. Nein, keineswegs. Ja, schade. Nicht mal ansatzweise. Ja, dann ist ja gut, dass ich... Wie wär's mit Knossi? Kommt der auch von da oben? Ist der auch Hamburger eigentlich? Weiß ich nicht, aber wenn du genug zahlst, dann kommt er hierher. Mit dem kannst du Geld verdienen. Was macht Montana Black gerade? Den haben sie nicht aus Malta rausgelassen. Der hat da für Stress gesorgt. Aber mit ein bisschen Geld kann man die Leute da bestechen. Und dann können sie hier mit ihm Geld verdienen. Hat Montana Black in Film oder in Kurzfilm oder in Musicals mitgespielt? Ich könnte Ihnen auch einen Deal mit RTL 2 verschaffen. Was für ein Deal? Wie viel Würde wollen Sie danach noch haben? Mein Podcast heißt Flaschenwurf im Glascontainer. Wir finden einen Deal. Sehr gut, dann muss ich nicht mehr diesen komischen Podcast machen. Das gefällt mir sehr. Das dachte ich mir. Ich habe mal reingehört. Das will keiner. Ja, großartig. Dann danke ich Ihnen für Ihre Hilfe. Hier ist mein Sparschwein. Und vielen warten Dank. Sie, hier ist das von meinem 2-jährigen Sohn. Er ist gelähmt und wollte sich davon neue Speichen für seinen Rollstuhl kaufen. Aber hier ist auch sein Sparschwein. Oh, wunderbar.
Vielen Dank. Ja. Hat er auch noch ein Sparkonto? Ja, ein Sparbuch. Soll ich ihn das auch holen? Dann könnte er aus RTL 2 ganz schnell RTL werden. Großartig. Dann würde ich Ihnen auch noch die Urne meiner Großmutter mitgeben. Ist die was wert? Nö, aber wenn ich das Gefühl habe, ich würde meine Seele verkaufen, könnte ich vielleicht besser bei RTL einsteigen. Behalten Sie Ihre Seele, wenn ich sie nicht verkaufen kann, bitte. Okay. Wir sollten in jeder Hinsicht dieses Gespräch abbrechen. Okay, das Geld behalte ich aber. Tschüss. Tschüss, schönen Tag noch. Was für ein Kracke. Alter, what? Steinwurf im Glashaus. Also. Ja, trink einen Schluck. Wir sind schon auf Sendung, aber hey, so kann man auch eine Folge beginnen. Meine Damen, meine Herren, meine Kinder, meine Zuhörer, Zuhörerinnen, Großmütter, Tanten, Kinder bezeichnen? Onkel, manche könnten sehr jung sein. Meine wow. Jünger, meine folgsamen Gefolgsleute, meine Scientologen, meine... Ich beginne mich von diesem Podcast zu distanzieren. Das ist sehr gut. Social Distancing ist immer angesagt, gerade in Corona-Zeiten. Wir sind wieder da, nach endlos langer Zeit. Und damit meine ich die ersten 6 Minuten 30, die euch endlos vorgekommen sein müssen. 6 Minuten 30 lang war das? Holla. Das kommt einem immer nicht ganz so lang vor, wenn man das nicht vor Augen hat. Wenn man es aber hört, wird es länger und länger, kann ich dir sagen. Das glaube ich sofort. Ich schneide den Scheiß, ich weiß das. Cringe. Cringe. Ungefähr cringe. Apropos Krischke. Wow. Tolle Überleitung. Großartig. Wir schreiben gerade Folge 67 und wenn du mal kurz nachschaust, irgendwann wird Inga Krischke, die große Hamburger Schauspielerin und Musicaldarstellerin Inga Krischke, zu Gast sein in diesem Podcast. Und zwar in Episode 70. 70. Lässt sich gut merken. Lässt sich gut merken, wie in Folge 20 und in Folge 40 werden wir auch in Folge 70. Macht Sinn, ne? Ist die logische Folge von 20, absolut. 40, 70. Den nächsten Gast präsentieren, die fantastische Inga Krischke. Könnt ihr euch jetzt schon drauf freuen. Merkt es euch. Schreibt es euch in den Kalender mit einem Rotstift. Wenn ihr keinen Rotstift habt, geht auch ein Edding. Falls ihr auch keinen Edding habt, wären Kugelschreiber in Ordnung. Würde ich aber nicht empfehlen. So. Ich darf euch dann noch begrüßen, ganz herzlich, zu dieser Ausgabe, die wie keine andere Ausgabe für eine hektische Arbeitswoche steht, in der wir beide alles gegeben haben, nichts erreicht haben und doch komplett am Arsch sind. Liebe Damen und Herren, neben mir, gegenüber von mir, sitzt bzw. liegt das personifizierte Häuflein Elend. Es ist die Legende Mirko Frederik Pauk. Vielen Dank. Ich weiß nicht, wo du das Frederik herholst, aber I guess I have to deal with that. Ja, yes, schönes Intro. We always try to appease to our English hearers, so please give us a follow and a subscribe and try to listen to us, because we do not speak English, we speak German for most of the time, except now. Was wir aber dringendst wieder einführen sollten. Aber apropos, wo du gerade doch beim Englisch sprechen bist. Apropos einführen. Großartig. Was kommt jetzt? Ich habe eine Box mit Süßigkeiten in die EU einführen lassen. Besser gesagt, ich habe tatsächlich so, es gibt so verschiedene Boxen, wo verschiedenste Süßigkeiten drin sind, von Fruchtgummi bis Kekse, Schokolade, Schokoriegel verschiedenster Sorten. Und dort habe ich mir eine Box gekauft mit rein US-amerikanischen Süßigkeiten. Ich bin mal sehr gespannt. Die ist leider noch nicht angekommen. Also sie ist schon angekommen, aber ich habe sie an die falschen Ort bestellt. Aber ich bin sehr gespannt. So diese ganzen Süßigkeiten, die man aus Filmen oder Serien kennt, so Twinkies oder sowas. Das wäre das Einzige, was mir jetzt eingefallen wäre, Twinkies. Twinkies, da gibt es noch so Hershey Bars und verschiedene Sachen. Also gibt schon ein paar. Da bin ich echt gespannt. Ich war noch nie drüben. Ich auch nicht. Ich würde gerne da drüben mal hin. Das ist tatsächlich einer meiner größten Träume. Jetzt ja, gerade nicht unbedingt, aber... viele fanden die DDR nicht gut. Wow. Auf diesem Niveau bewegen wir uns diese Woche. Das hast du mir jetzt zum dritten Mal, glaube ich, schon gesagt. Ja, so langsam soll es angekommen sein. Zusammenhangsloses Gepuzzle hier, meine Damen und Herren. Trotzdem werden wir den roten Faden jetzt aufnehmen in unsere Hand. Folgt mir alle, wir machen daraus jetzt eine geführte Meditation. Streckt eure rechte Hand nach vorne aus. Schließt die Augen und konzentriert euch nur
auf meine Stimme. Ihr greift jetzt mit eurer Hand zu und du umreißt den roten Faden mit euren Fingern. Spürt seine Form, spürt seine faserige Dingsda-Bumster. Nehmt den in eure Hand und sagt euch, diesen roten Faden werde ich nicht mehr loslassen bis zum Ende dieser Episode. Das wäre gut, denn wir werden ihn sofort wieder loslassen. Ich möchte, nee, oh Gott, worüber möchte ich reden? Ich habe nicht mal mein Handy angemacht. Sekunde. Wow, das ist, also, wir unterbieten uns gerade. Vielleicht geht es dir gerade um die Insta-Abstimmung, die du übrigens manipuliert hast. Oder, sorry, du warst gerade nicht zu hören, sorry. Ja, das dachte ich mir fast. Das passt wieder. Das war wieder ein Schnittfehler. Kritischen Sachen hier rausfilterst. Okay, wir haben eine großartige, ich beginne erstmal so, um die Leute ranzuholen, die uns nicht auf Instagram folgen, was übrigens eine Schande ist. Denn, wenn ihr uns hört und nicht auf Instagram folgt, ist das schade, dann könnt ihr uns auf Instagram folgen und habt noch mehr Content, beziehungsweise erfahrt auch mal irgendwann, wann Folgen rauskommen. Andersrum, wenn ihr uns auf Instagram folgt, aber noch nicht auf Apple Podcasts oder Spotify, dann holt auch das gerne nach, denn dann verpasst ihr keine Folge, obwohl ihr den ganzen Instagram-Kram habt, was das Ganze nochmal ein bisschen weirder von euch macht. Aber hey, ich bin nicht hier, um zu verurteilen. Ich bin hier, um euch zu fördern, euch lieb zu haben und euch zu sagen, ich bin da. Ich geleite euch durch euer Leben. Ich bin euer Herr. Du bist heute super weird. Ja. Hey, das war eine lange Woche. Wir haben ja ein tolles Gewinnspiel gemacht auf Instagram. Kein Gewinnspiel, was rede ich? Eine Abstimmung. Ein Gewinnspiel, bei dem ich gewinnen kann. Ja, man nennt dich seitdem Johannes Lukaschenko Rische. ich war zutiefst schockiert. Das Rische habe ich abgelegt. Ja, nur noch Johannes Lukaschenko jetzt. Man merkt's. Ja. Stromberg und Winnetou standen zur Auswahl. Der Stromberg hat Silbersee, natürlich... bitte. Danke. Ach, who cares? Von den 5 Leuten, die für deinen Film gestimmt haben, waren 3 du. 2. 3. Stimmt, 3. Aber es waren mehr. Kann man sehen, wie viele abgestimmt haben? Ja, ich weiß es aber nicht mehr. Es waren auf jeden Fall, es war 3-mal warst du's. 3-mal war es ich insgesamt. Tatsächlich war es aber auch 2-mal eine Person, die ich kenne. Von daher war es nur eine Stimme zu viel für Winnetou. Würde ich auch sagen. Von daher, ja, sorry. Ich hatte mich nicht unter Kontrolle. Sorry, dass ich meine Leidenschaften vertrete, dass ich für meine Liebe kämpfe und dass ich deshalb auch mal Regeln breche. Ja, das passiert. Macht es mich zu einem schlimmen Menschen? Nein. Ja, ja, definitiv sagen, tut es das. Zu einem Künstler, zu einem, der die Kunst liebt, vergöttert. Aber offensichtlich nicht den fairen Wettbewerb. Nee, den finde ich kacke. Ja, das merkt man. Ja. Stromberg hat trotzdem gewonnen. Der Platz 15, der reguläre Platz 15. Ich persönlich heiße beide Filme gut, da ich alle Arten von Kunst liebe. Der reguläre Platz 15 in unserer Liste der besten Filme aller Zeiten geht an Stromberg, wie man in Schweden sagt. Wenn du alle Arten von Kunst gut findest, magst du dann auch alle Arten von Künstler? Worauf möchtest du hinaus? Begib dich auf das dünne Eis und wir finden es gemeinsam heraus. Ja, alle Arten von Künstlern. Puh. Muss ja jetzt, sonst bricht das Thema ja ab. Also alles, was so in diese Richtung geht, endet im Endeffekt bei Hitler, der ja auch ein gescheiterter Künstler war. Dass du den gut findest, kann ich persönlich nicht gut heißen. Weiter im Text. Er hat vielleicht schöne Bilder gemalt. Ja, nee, Stromberg hat gewonnen diese Woche. Habt ihr gesehen, war die Abstimmung zu dem 14. Platz, bei dem antrat der Joker gegen Nightcrawler 2. Vom Ton her ähnliche Filme mit ja, 2 Antihelden, die beide sehr viel Empathie erwecken, aber sehr wenig Sympathie zumindest erwecken sollten. Falls ihr bei einem der beiden Charaktere viel Sympathie festgestellt habt, würde ich euch raten, einen Psychologen oder Psychiater aufzusuchen. Das ist nämlich nichts Gutes. Dennoch freue ich mich, wenn ihr abgestimmt habt und wenn ihr auch in der kommenden Woche wieder abstimmt, wenn es um den Platz 13 geht. Das ist aber Storygehabe auf Instagram. Wie gesagt, da könnt ihr auch in den Highlights alles nachschauen und uns folgen. Dann verpasst ihr nichts dazu und könnt für eure Favoriten abstimmen. Das ist für uns alle ein sehr, sehr, sehr großer Spaß. Das stimmt tatsächlich. Ich habe da wirklich sehr, sehr großen Spaß dran. Muss ich jetzt mal so gestehen. Außerhalb meiner Kunstfigur. Einfach mal ehrlich. Das finde ich schön. Einfach mal real sein, ausnahmsweise. Mal kurz real Rap hier. Nee, ist geil, ist geil. Was nicht so geil ist, ist Friedrich Merz. Das ist wohl wahr, ja. Ich möchte einfach, also ich finde Trump ja schon blöd. Ich mag es auch nicht mehr, über Trump zu reden, über Rechte. Auch wenn Merz jetzt ziemlich rechts ist, das kann man sagen, ja. Aber
ich möchte trotzdem auf Dinge aufmerksam machen, wenn man sie hört. Und in diesem Fall ist es ein Zitat von dem guten Friedrich, dass er, also er hat die Frage bekommen eines Reporters, ob er etwas gegen einen homosexuellen Bundeskanzler hätte. Da sagt er nein, was schon mal okay ist. Danach sagt er allerdings über die Frage der sexuellen Orientierung, das geht die Öffentlichkeit nichts an. Solange sich das im Rahmen der Gesetze bewegt und solange es nicht Kinder betrifft, an der Stelle ist für mich eine absolute Grenze erreicht. Bedeutet, er hat mal eben Pädophilie auf eine Stufe mit Homosexualität gestellt. Friedrich Merz, das könnte unser Bundeskanzler sein. Gott bewahre. Nun, das ist das allseits beliebte, bekannte Spiel der neuen Rechten, besser bekannt im Amiland als das Dog Whistling, Hundepfeifen, das bewusste Streuen spezieller Begriffe im Kontext oder in einem eigentlich fremden Kontext, um auf genau diese Sachen aufmerksam zu machen. Und in diesem Fall ist es nun mal diese verkappte Verknüpfung von Homosexualität und Pädophilie. Merz lebt offenbar nach dem Credo von Trump und Rechtspopulisten, rechtsextremistischen Parteien lernen heißt siegen lernen. Ich hoffe mal, dass er zumindest mit dem zweiten Punkt deutlich daneben liegt. Dass Merz ein homophobes Arschloch ist, hat er aber auch schon vor 15 Jahren unter Beweis gestellt, als er unter anderem zu Klaus Wowereit, dem damaligen Berliner Oberbürgermeister und bekennendem homosexuellen Mann, gesagt hat, dass er nichts gegen ihn hätte, solange er genug Abstand von ihm hält. Dieser Typ ist einfach ein kolossales Arschloch. Wort zum Sonntag. Großartig. Wir können ein Stück mit dem Niveau hochgehen, aber ich glaube gar nicht so hoch. Montana Black habe ich ja vorhin nicht umsonst reingebracht. Ne? Der hat mal wieder einen schönen Shitstorm an der Angel. Macht er immer gerne. Jo. Der Mann, der sagte, Frauen sind ja wie Hunde. Versteht mich nicht falsch, aber Frauen sind wie Hunde. Zumal das aber wirklich nur seiner Dummheit geschuldet war. Weil er ja essentiell das Richtige meinte damals, nur die Ausdrucksweise so unfassbar daneben, so unfassbar dämlich war, dass es geschafft hat, mit einer grundsätzlich löblichen Aussage komplett ins Klo zu greifen. Ja, das war jetzt nicht so löblich. Er hat einen Livestream gemacht mit seinem Handy, ist, glaube ich, durch die Hamburger City gegangen. Buxtehude? Nee, er war im Urlaub. Hier, wie heißt denn das? Malta. War es tatsächlich Malta? Das war Malta. Ich habe reingeseppt, sage ich mal, und durchgeskippt. Ich habe auch nur verschiedenste Kommentare gelesen und das Video gesehen. Es waren relativ viele leicht angezogene Frauen in dem Video, wie es so ist. Ich denke mal, das Partymeile, Malta, ne? Also Urlaub ist Urlaub. Und er hat sich nicht zu expliziten Kommentaren hinreißen lassen, aber ein sehr viel, Hammer, guck die Alte, Mann, Alter, die Weiber, Also super. Also ich verstehe auch nicht, wie man sich das angucken kann und dabei entertained ist. Ich verstehe nicht, wie man das hochladen kann in erster Linie oder generell zeigen kann. Das war halt gelivestreamt, ne? Ja. Was es nicht besser dennoch macht. Dennoch krank. Einfach krank. Ja, 33 Tage Bann auf Twitch ist die Folge. Das meine ich zweite Mal. Wenn ich mich recht entsinne, ist nach dem dritten Mal komplett Schluss. Was ihn nicht davon abhalten wird, das nächste Mal wieder so eine Scheiße zu bauen. Ich glaube, dafür ist er auch einfach zu groß, als dass Twitch ihn loswerden möchte. Befürchte ich auch, ja. Ich habe gezockt. Ich zocke selten. Aber ich habe God of War gezockt. Kennst du God of War? Das neue God of War für die PS4? Das in Griechenland? Nicht in Griechenland, das in Skandinavien? Ja, genau. Das da war ist Schnee. Ein fabulöses Spiel. Hast du es mal gespielt? Ja, ich habe es fast zu 100% durchgespielt. Ich habe es jetzt angefangen zu spielen. Ich spiele ja keine Singleplayer-Spiele normalerweise. Jetzt habe ich mich aber bei einem Kumpel dazu hinreißen lassen. Und es war lustig. Es ist eines der besten Spiele der letzten 5 Jahre. In meinen Augen. Ich mag es, dass man quasi Thor ist. Du hast Stormbreaker aus den Marvel-Filmen. Du hast die riesige Axt, die kannst du durch die Gegend werfen. Wenn du deine Hand aufmachst, fliegt diese Axt zurück. Die fliegt zurück in deine Hand. Das ist einer der geilsten Mechanismen, die ich lange gesehen habe. Da habe ich sehr großen Spaß dran. Das stimmt, das macht wirklich Spaß. Ach, das ist einfach ein wirklich schönes Spiel. Ich weiß nicht, wo bist du jetzt gerade? Sehr weit am Anfang, vielleicht 2 Stunden gespielt. Okay, also da kommt noch sehr, sehr vieles auf dich zu. Ich kann es wirklich wärmstens jedem empfehlen. Also wenn ihr eine PS4 zu Hause habt, ist das eigentlich ein Muss. Das ist
wirklich, wirklich gut. Es macht Spaß, es ist ein schönes Spiel, es hat eine schöne Story, es hat tolle Charaktere. Es ist das komplette Paket. Das ist wirklich geil. Und du bist Thor. Das ist auch schön. Du bist Kratos. Ja, aber du hast die Fähigkeiten von Thor. Das ist schon in Ordnung. Du kannst Stormbreaker werfen und wiederholen. Du Schon bist geil. nicht, glaub mir, du bist nicht Thor. War aber witzig, war ganz süß. Kann man mal machen. Ja, ist ein bisschen verhalten dafür, dass es eines der besten Spiele aller Zeiten ist. Und besonders der letzten 5 Jahre. Es ist kein Lego Star Wars 2, so ehrlich muss man dann auch sein. Das ist richtig, weil sonst wäre es ja nicht so gut. Nun denn, wir kommen mal wieder zu unserer allwöchentlichen Rubrik, die nur noch kurze Zeit anhält, denn bald ist die Wahl. Mir schlottern die Knie. Kurzes Update zu dem Stand der US-Wahlen. Wann ist denn die Wahl? Anfang November, ich glaube 8. oder 9. Ist echt nicht mehr lange. Ich weiß es nicht genau. Ich glaube, ja, etwas mehr als einen Monat dürfte es noch sein. Das ist jetzt nicht mehr so viel. Genau. Und zwar jede Woche hier einmal die Einschätzung von 538.com, die die Chancen, wer die Wahl gewinnt, nach aktuellen Zahlen und 40.000 Simulationen berechnen. Und in dieser Woche liegt Biden dort bei 77%, was 1 Prozentpunkt mehr ist als in der letzten Woche. Und Trump liegt bei 23%, wobei er damit wieder 1 Prozentpunkt zur letzten Woche verloren hat. Das ist natürlich eine schöne Nachricht. Dennoch, alle Euphorie wie immer ein wenig gebremst. Es besteht immer noch eine 23-prozentige Chance, dass er wieder Präsident wird. Das ist mir persönlich noch zu hoch, wenngleich ich mich freue, dass er nur bei 23% ist. Nächstes Update dann in der nächsten Folge. So wie üblich, nämlich in Folge 68. Wir kommen jetzt, und die Älteren unter euch werden es inzwischen schon sich gemerkt haben, werden darauf hinfiebern und werden sagen: Wann kommen sie? Die Seriennews. Und ich kann euch sagen: Die Zeit ist reif, die Zeit ist da. Ihr wurdet erhört, euer Warten hat sich gelohnt. Hier sind sie: Pump up the Jam. Es gibt ein Veröffentlichungsdatum für die dritte Staffel von The Masked Singer. Das Ganze beginnt bei ProSieben am 20. Oktober. Netflix hat recht überraschend Der dunkle Kristall nach der ersten Staffel abgesetzt. Damit wird es also keine zweite geben. Begründet wurde dies mit dem enormen Aufwand und den enormen Kosten. The CW setzt ebenfalls Supergirl nach der sechsten Staffel ab. Es gibt aber auch gute Nachrichten, sehr, sehr gute Nachrichten in meinen Augen, aus den Serien-News. Fox hat Family Guy und Bob's Burgers für je 2 weitere Staffeln verlängert. Family Guy würde damit auf die 20. Staffel kommen, Bob's Burgers mittlerweile immerhin auf die 13. Beides tolle Serien. Und jetzt werden wir nochmal kurz melancholisch, ungelogen melancholisch. Ich finde es wirklich ein bisschen schade, ein bisschen traurig. Jan Höfer, der bekannte Tagesschausprecher, geht Ende des Jahres in Ruhestand nach 35 Jahren. Da kann man nur den Hut vorziehen. Ein sehr, sehr respektabler Journalist. Hört, hört. Kleiner Ausflug in die Superheldenszene noch von mir, nämlich zu Supergirl. Da ist tatsächlich Melissa Benoist, heißt die gute Dame, schwanger. Das ist ein Grund, warum sich gerade die Dreharbeiten zusammen mit Corona sehr stark verzögern. Und wahrscheinlich am Ende eins von vielen Argumenten, natürlich auch schlechte Einschaltquoten, dass die Serie nach der sechsten Staffel abgesetzt wird. Damit ist es die dritte Serie, glaube ich, die bei CW endet. Warum auch immer Supergirl 6 Staffeln bekommen hat und Konstantin nur eine, erschließt sich mir nicht. Tatjana Maslany wurde gecastet, um She-Hulk zu spielen. Das ist eine neue Marvel-Serie, die dann irgendwann mal auf Disney Plus kommen soll. She-Hulk ist die weibliche Version von Hulk, nur dass sie ausschließlich grün wird und immer noch sexy bleibt, während der Hulk zu einem großen, ekelhaften Monster mutiert. Dann gibt es 2 weitere Serien-Marvel-Updates, nämlich zum einen ein Trailer für WandaVision, die sehr weirde, merkwürdige Sitcom-Variation von der Hexe Wanda und ihrem Roboterfreund Vision, die sich jetzt aus dem MCU verabschiedet haben, um irgendeine traumsequentielle Sitcom zu drehen,
die eventuell durch die Jahrzehnte reist. Das ist ein absurder Trailer, der sehr, sehr viel Spaß macht. Das wird tatsächlich eine sehr starke Serie. So wie wahrscheinlich vom Produktionsaufwand auch Winter Soldier / Falcon oder Falcon Winter Soldier, wie immer man das nennen will, bei dem die beiden Captain Americas Sidekicks nach Endgame in eine sechsteilige Serie bei Disney Plus einspringen und das Schild des Captains quasi aufnehmen. Mit dabei neben Sebastian Stan als Winter Soldier und Anthony Mackie als Falcon ist auch Daniel Brühl, der gute Danny, als Baron Zemo. Was Sinn macht, denn er hat keine Superkräfte und ist dann wahrscheinlich ein besserer Gegner für eine Fernsehserie, da nicht so teuer. Dann gibt es noch ein Update zu John Cena und wir alle lieben John Cena. Der bekommt, bevor der Suicide Squad Film, der neue, überhaupt rausgekommen ist, indem er den Peacemaker spielt, eine eigene Spin-Off-Serie, in der er den Peacemaker spielt. Das waren die Serien-News für diese Woche. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Und apropos Serien. Da gab es eine große Preisverleihung, die wir nicht unerwähnt lassen möchten. Quasi das Oscar, der Oscar der Serien. Da, ja, schon. Aber es sind so viele. Also ich persönlich finde die Emmys, von der Irrelevanz geht es für mich Richtung Grammy. Ja gut, was bei dir daran liegt, dass... Nee, nicht nur deshalb. Also beim Oscar hast du eine bessere Übersicht. Und für mich persönlich gibt es zu viele Emmys. Wenn jede Serie irgendwo zwischen 15 und 25 Nominierungen hat, ich finde das komisch. Naja, das Problem ist vielmehr, dass es nicht so viele Serien gibt, die für diese ganzen Preise nominiert werden können. Was ich hier sehe, sind knapp 15 Emmys, die verliehen wurden. Ja, aber was ich meine ist, dass jeder Oscar halt maximal vielleicht, wenn es jetzt nicht über die Stränge schlägt, für 5, 6 nominiert wird, wenn er ganz krass ist. Vielleicht jetzt mal für 11, der Joker, das war schon überheftig. Aber hier haben wir 26, 20, 18, 18, 15, 15, 15, 13. Das sind sehr viele Nominierungen für jeweils eine Serie. Wer hatten da die meisten? Die meisten Nominierungen hatte Watchmen mit 16. Ja, ja. Die auch die meisten Siege mitgenommen haben, mit tatsächlich 11, was sehr, sehr großartig ist, denn Watchmen ist eine der besten Serien der letzten Jahre. Ich habe nicht viele gesehen, aber das hier bestätigt es zumindest. Und ich hatte extrem viel Spaß. Ich habe sie vor wenigen Wochen zum zweiten Mal komplett durchgeguckt. Und sie ist wirklich, wirklich gut. Es sind 8 oder 9 Episoden. Kann man sich durchaus mal geben. Oder wie man als Vollidiot sagen würde, ich binge das mal eben am Nachmittag weg. So. Wow. Da lässt er wieder das Arschloch raushängen. Naja, heute sind gute Vibes hier im Spiel. Heute sind gute Vibes im Spiel. Watchmen, nee, geil, freut mich sehr. Ich glaube unter anderem für eine bestimmte Folge, das Drehbuch. Da werden ja auch einzelne Folgen von Genreserien mit Emmys ausgezeichnet. Dann verschiedene Schauspieler haben den Emmy bekommen. Und aber nicht Jeremy Irons. Das hat mich ein bisschen überrascht. Andere Serien, die viel gewonnen haben, waren unter anderem Succession. Von der ich bislang überhaupt gar nichts mitbekommen habe. Genau. Was aber wieder daran liegt, dass wir in Deutschland kein HBO direkt haben, sondern nur im Verbund mit Sky. Und Sky ist kacke. Das ist richtig. Dennoch, Succession, 7 Auszeichnungen bei 18 Nominierungen. Einer der ganz großen Gewinner. Und ich habe, ehrlich, ich glaube, wir haben es bei den Nominierungen damals in der Folge mal erwähnt. Und ich habe es sofort wieder vergessen. Diese Serie sagt mir nichts. Ich werde sie auch nach dieser Folge schon wieder vergessen haben, hundertprozentig. Ich höre und lese davon aber auch nichts. Nein. Es ist nicht so, dass es in den Medien präsent ist. Das existiert quasi hier nicht. Erwähnenswert ist noch die erste Staffel von The Mandalorian, Disney Plus, eine sehr, sehr, sehr High-Budget-Produktion im Star Wars-Universum, hat 7 Emmys gewonnen bei 15 Nominierungen. Und wenn man dem Trailer zur zweiten Staffel glaubt, wird das alles noch um ein sehr hohes qualitatives Maß angehoben. Von daher dürfte man davon ausgehen, dass Mandalorian auch im kommenden Jahr wieder einige bis viele, viele Grammys mitnimmt. Grammys? Emmys. Ich meinte Emmys. Genau. Ebenfalls kann man erwähnen, dass Maria Schrader für Unorthodox Directing for a Limited Series Movie or Dramatic Special einen Emmy mit nach Deutschland holt. Das ist, wie ich finde, tatsächlich erwähnenswert. Lead Actor in a Limited Series or Movie für I Know This Much Is True, der von mir sehr geliebte Mark Ruffalo.
Und was ich persönlich immer wieder schön finde, was eigentlich fast schon kaum erwähnenswert ist, ich es aber dennoch erwähnen möchte, weil es einfach so eine tolle Serie ist. Last Week Tonight with John Oliver hat mal wieder Variety Talk Series gewonnen, wie ich glaube die letzten 4 Jahre oder so in Folge. Das klingt jetzt vielleicht ähnlich spannend wie die Bundesliga Jahr für Jahr, aber auch da muss man sagen, der hat sich das halt verdient oder diese Serie hat sich das halt verdient. Die ist nun mal verdammt gut. Ja, schön. Das war eine Serie. Und dann geleite ich mich selber von den Serien hinüber ins Filmgenre. Und da beginnen wir zum ersten mit den Filmnews Pump Up the Jam. Da bleibe ich gleich mal in der Superhelden-Szene drin. Zum einen der Justice League HBO Spin-off Reboot, was auch immer Zack Snyder da eigentlich macht, bekommt unter anderem neue Szenen. Der wird nicht nur aus alten geschnittenen Szenen bestehen, sondern auch neue, die neu gedreht werden. Da gab es unter anderem Probleme mit Ray Fisher, der Cyborg spielt. Nun ja, das hat sich jetzt anscheinend gelegt und es können neue Szenen gedreht werden, um die alten aufzufüllen. Beim Konkurrenten Marvel gibt es ein paar Verschiebungen, was die Kinostarts angeht. Da wird Black Widow, der glaube ich für März dieses Jahres vorgesehen war oder April, ich weiß es nicht mehr genau, auf Mai 2021 verschoben, was ein sehr harter Schlag für die Kinos ist. Und die beiden Folgefilme Shang-Chi, ich glaube The Legend of the Ten Rings ist der Untertitel, wird auf den 9. Juli 2021 geschoben und die Eternals, die auch schon seit gefühlt Jahren irgendwo rumgeistern, landen auf dem 5. November 2021. Das bedeutet drei mehr oder weniger große Marvel-Filme in einem Jahr. Mal schauen, was die Corona-Krise mit den Kinos bis dahin so gemacht hat. Ich habe mal wieder einen Film geschaut, wo wir gerade ohnehin schon bei Filmen waren. Und zwar ist es Mord im Orient Express gewesen. Die Neuverfilmung von Agatha Christies gleichnamigem Roman, auch verfilmt von Kenneth Branagh, bekannt als der bravouröse Gilroy Lockhart, Schlächter des Artemis Fowl. Also ich hatte einen sehr großen Durst nach Whodunit, nach Murder Mystery Kram, nachdem ich Knives Out gesehen habe, was ein Verlangen in mir geweckt hat nach sowas, was kaum gestillt werden kann, nachdem man mit so einer hohen Latte eingestiegen ist. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich Knives Out 1 bis 2 Wochen vorher gesehen habe, oder ob ich den Film im Allgemeinen nicht so genießen konnte, wie ich wollte, weil ich den Roman kenne. Ich hatte mir erhofft, dass bei einem Roman, der so bekannt ist, also selbst bei nicht regelmäßig Lesern wie mir, nicht regelmäßig Filmguckern wie mir, das Ende kennt man im Zweifel. Ich hatte mir eigentlich erhofft, dass da ein bisschen mehr Mut von Seiten des Drehbuchs irgendwo gezeigt wird, dass da vielleicht ein anderes Ende präsentiert wird. Das hat mich am Ende ein bisschen enttäuscht. Das ist Da, das Romanende, oder? das ist das Romanende, mit natürlich kleineren Freiheiten, aber grundsätzlich ist es das, genau. Und deswegen kann man dem Ganzen auch nicht einen tierischen Vorwurf machen. Ich persönlich war nur ein bisschen enttäuscht. Hatte mir das tatsächlich irgendwie ein bisschen mutiger erhofft. Das versuche ich gerade zu verstehen. Du fandst es schlecht, dass sie das originale Ende genommen haben. Genau. Was heißt schlecht? Ich fand es ein bisschen schade. Ich habe mir erhofft, dass sie sich da ein bisschen mehr Freiheit rausnehmen und versuchen, dass diejenigen, die ja in der Mehrzahl sind, die das Ende eigentlich schon kennen, dass die nochmal irgendwie anders mitgenommen werden, dass die am Ende nochmal überrascht werden. Aber es ist so, wenn du das Ende kennst, brauchst du eigentlich nur die erste Hälfte des Films gucken, weil den Rest, der ist redundant. Also du wirst Ja. halt von Plot-Twists nicht überrascht, weil du schon weißt, worauf das alles Gut, hinausführt. wenn du natürlich das Buch kennst und die Verfilmung von einem Buch schaust. Ja, nur es ist halt der gefühlt fünfte Film zu diesem Buch. Das Buch ist 150 Jahre alt oder so. Ich habe es nie gelesen. Es Ich wäre fand den schön. Film geil. Ich mag allerdings im Nachhinein, also ich mochte das Ende nicht wirklich, mag es aber auch im Buch dann nicht.
Doch, das finde ich eigentlich gar nicht so schlecht an sich. Spoiler, ne? Hier Spoilerwarnung, skippt mal 2 Minuten vor, wenn ihr das Ende von Mord im Orient Express nicht hören wollt. So. Bei Knives Out finde ich es ganz geil. Bei Mord im Orient Express, wenn es einfach alle sind am Ende, fühle ich mich verarscht. Also das ist, als ich es gesehen habe, so, okay, wir haben Mord in diesem Zug, ne, im Orient Express, ein Detektiv ist auch dabei, wer könnte es sein? Alle haben irgendwas mit allen zu tun und so, und am Ende sind es halt einfach alle. Und ich dachte mir so, ist jetzt auch kein Rätselspiel, es sind halt einfach alle. Also ich kam mir wirklich verarscht vor. Nö, das fand ich ehrlich gesagt gar nicht so schlimm. Was vielleicht auch daran lag, dass ich da anders rangegangen bin, weil Agatha Christie diesen Roman ja nicht geschrieben hat zum Mitfiebern und Miträtseln, sondern sie wollte eine gute, schöne, vielleicht etwas revolutionäre Krimi-Geschichte schreiben. Wie gesagt, ich will das dem Film auch gar nicht mehr unbedingt anlasten. Und wenn man die Story nicht kennt, glaube ich, oder hätte ich die Story nicht gekannt, hätte ich den Film, glaube ich, besser gefunden. Ich finde ihn auch nicht schlecht. Es war trotzdem gute Unterhaltung. Ich habe mich grundsätzlich relativ gut unterhalten gefühlt. Nur hätte ich mir einfach ein bisschen mehr Mut gewünscht. Was ich noch erwähnen möchte, Hammercast. Ja, holy shit. Definitiv, das ist wirklich krank. 7, 8, 9 A-Lister von Hollywood, das war... Ich kann mal kurz durchgehen. Hauptcharakter gespielt von dem Regisseur Kenneth Branagh, Johnny Depp, Daisy Ridley, Michelle Pfeiffer, Julie Dench, Penelope Cruz, Willem Dafoe. What the fuck? Das kann schon What was. What the fuck? Und das Setting war auch schön. Ich finde den Film grundsätzlich geil. Tut euch aber einen Gefallen, wenn ihr auch das Buch nicht kennt oder doch kennt. Schaut euch das Original mal an. Von, ich weiß nicht mehr, von wann es ist. 50er Jahre, 40er, 60er? Ich hätte jetzt 50er, 60er Kein Schimmer. Schaut euch das mal an. Ist wahrscheinlich insgesamt der bessere Film, wenn natürlich auch dementsprechend gealtert. So. Ich war im Kino. Das war sehr schön, denn ich gehe immer sehr gerne ins Kino. Und ich dachte mir auf dem Donnerstagabend, ich gebe mir mal richtig gute Laune und schaue mir Systemsprenger an. Der Film, der nicht auf der Shortlist für den Oscar stand, aber fast da gestanden hätte, der deutsche Beitrag für den Oscar, der es dann nicht letztendlich drauf geschafft hat. Fairerweise hätte er gegen Parasite wahrscheinlich auch verloren. Heieiei. Systemsprenger ist ein sehr langer Film und ein sehr, nicht anstrengender Film, aber zermürbender Film. Es geht um ein kleines Mädchen, die ist 9 und die hat große Probleme. Denn sie wurde in ihrer Kindheit schon misshandelt und keiner kann sie im Gesicht anfassen. Also sobald sie im Gesicht angefasst wird, rastet sie komplett aus, was für ein 9-jähriges Mädchen krass ist. Sie wird von Einrichtung zu Einrichtung geschleift, von Jugendamt zu Jugendamt sozusagen, von Pflegefamilie zu Pflegefamilie, tickt immer wieder aus, schlägt dann andere Leute, rastet komplett aus, wirft mit Sachen durch die Gegend. Und das ist sehr, sehr krass und tragisch erzählt, von vorne bis hinten. Aber es nimmt einen wirklich mit. Denn wie auch bei The Florida Project zum Beispiel ist es nicht aus der Sicht der Erwachsenen erzählt, die auf das Kind runterblicken, sondern immer auf Augenhöhe der Kleinen. Benny heißt sie. Und das macht es relativ schwer greifbar, denn zunächst möchte man immer sagen, okay, so, die hat halt große Probleme und vielleicht muss dann die Gesellschaft sich einfach mal bessern und sie irgendwo aufnehmen. Vielleicht hat sie einfach nur Pech gehabt irgendwo. Aber sobald man sieht, wie sich zum Beispiel ein Messer nimmt und Leute tatsächlich bedroht in ihrem Wutzustand und so oder sich selber bedroht, dann merkt man halt, dass auch die Gesellschaft nicht wirklich was dafür kann und dass es im Grunde keinen Täter gibt für ihren Zustand und keine wirkliche Lösung. Sie kann auch nicht zurück zu ihrer Mutter, weil da kommen halt die ganzen alten Erinnerungen wieder hoch, auch wenn sie ihre Mutter sehr mag, aber da rastet sie auch sofort komplett wieder aus. Und das ist so, sie baut dann eine Beziehung auf zu ihrem Schulbetreuer, einem wiederum gewalttätigen Typen, der sie ja zur Schule begleitet. Da entsteht dann was. Sie fühlt sich zu ihm sehr verbunden. Er hat aber halt, für ihn ist das ein Job und ist eine eigene Familie und so. Und er versucht ihr natürlich auch zu helfen. Und das ist alles sehr, sehr, sehr krass. Und kann ich wirklich nur empfehlen. Ich weiß aber nicht, ob ich noch ein zweites Mal gucken könnte, weil, ich weiß nicht, so ein bisschen das Schindlers-Liste-Prinzip vielleicht. Du setzt dich selten abends hin und sagst, ey, geil, heute Systemsprenger. Das wird der Shit. Geiler Abend. So, danach ist der Abend schon gelaufen. So schön nebenbei nochmal Manchester by the Sea zum Vorglühen. Bisschen Partystimmung. Ja,
Wie gesagt, sehr zermürbend, sehr dramatisch, sehr aufwühlend und dann aber auch extrem authentisch, stark gespielt für einen deutschen Film. Das ist sehr selten. Da ist mir wieder aufgefallen, da können wir noch kurz drüber sprechen. Hast du Fernsehen? Ja. Schaust du Fernsehen? Nur für Football. Und Masked zwei, Singer. Ja, okay, drei andere Sachen. Masked Singer, Football, dann noch gerne Sonntag, am besten, wenn verkatert, mein Lokal, dein Lokal. Es gibt nichts Besseres, wenn man verkatert, einfach nur den Kopf ausschalten will. Sehr angenehm. Ja, worauf ich hinaus wollte, die ganzen Serien, die kommen von Notruf Hafenkante über Soko, sonst was, die tausenden Krimiserien in Deutschland. Copy-Paste. Kommen. Ja, möchte ich auch keinem anlasten. Ich glaube, die stehen unter sehr großem Zeitdruck, immer dasselbe Skript schreiben zu müssen. Absolut. Das war jetzt eher die Kritik an den Auftraggebern als an den Ausführenden. Dennoch, wahrscheinlich auch durch das Skript bedingt, sind die Charaktere alle platt. Also du wirst nie mitgenommen von so einer Krimiserie, wenn du nicht sehr emotional bist. Und das meine ich im positiven Sinne. Ich wäre es wahrscheinlich gerne. Es sind Abziehbilder, es sind zweidimensionale Charaktere, da ist nicht viel hinter. Und dann frage ich mich bei so einem Film wie Systemsprenger, der auch über viele Jahre natürlich entwickelt wurde, die Dialoge, die Charaktere sind so authentisch und so gut, dass man sich fragt, warum ist das deutsche Fernsehen eigentlich so schlecht? Warum ist der Tatort so, er ist da, aber es ist nicht viel dahinter. Und ich frage mich dann, ob nicht irgendwie mehr drin wäre. Natürlich ist der deutsche Film stark im Verruf. Teils Fernsehen, teils Kino, klar, auch durch Schweighöfer und Schweiger-Filme. Da muss man aber sagen, dass der deutsche Film nicht immer in Verruf war. Gerade in den 20er, 30er Jahren, gut, hatten wir auch andere Probleme noch, aber gerade in den okay, wir gehen mal 100 so Jahre Metropolis zurück. Metropolis oder sowas. Ja, da war das State of the Art. Da war quasi Babelsberg war Hollywood. Und dass das Ganze in Sand gesetzt wurde. Titel, Sekunde, Babelsberg war Hollywood. Und dass das Ganze in Sand gesetzt wurde, das ist ja auch nicht einfach vom Himmel gefallen. Also, es wurde halt irgendwann zu blankem Murks. Und da wurde dann gesagt, okay, bevor wir jetzt hier einen Systemsprenger produzieren, können wir mit dem gleichen Geld aber auch drei Tatorte finanzieren. Und die bringen uns fünfmal mehr Geld ein. Das ist das Problem. Wenn ich jetzt Zuschauer bin und ich sehe, weil ich nur Fernsehen habe, über 20 Jahre täglich nur die Vorabend-Krimiserien, ich glaube nicht, dass ich in der Lage wäre, einen Systemsprenger mir anzuschauen und zu genießen. Du würdest aber auch über einen Systemsprenger im Zweifel gar nicht stolpern. Genau. Außer der wird zufälligerweise in der ARD übertragen. Was auch unwahrscheinlich ist, dass solche Filme es tatsächlich... Nein, überhaupt nicht. Also 303 so um kam oder auch nie. 3.50 Uhr oder sowas. NDR-Nachtprogramm, super. Ja. Oder, ja, stimmt. Oder im dritten irgendwo. Wir aber auch reden in vom Tatortreiniger. Ich glaube, die ab der zweiten Staffel immer in Spielfilmlänge mit 4 Folgen hintereinander, so ab 23.45 Uhr am Mittwochabend. Danke dafür, NDR. Großes Vertrauen, dass ihr da reingesteckt habt. Dafür, dass das Ganze jetzt auf Netflix läuft und seit Jahren tierisch erfolgreich ist da. Super Idee. Läuft. Ja, also da sehe ich so ein bisschen, wenn ich den ganzen Tag nur vorab Krimiserien gucke, gegen die ich nichts sagen will, das hat alles seine Berechtigung. Absolut. Aber dann weiß ich nicht. Ich bin ein Riesenfreund von platten, nicht tiefgreifenden Sitcoms. Ich liebe das. Ich gucke das jeden Tag im Zweifel. Von The Middle bis Malcolm in the Middle bis Big Bang Theory, How I Met Your Mother, Two and a Half Men. Aber in den USA gibt es wenigstens noch eine Sparte, die genau das Gegenteil davon ist, die tiefgreifend ist. Und die schaffen es ja teilweise auch sogar mit sowas Geld zu verdienen. Das ist bei uns und ich glaub, das einmal in ein paar Jahren. Große Problem. Wenn du jetzt einen Systemsprenger in der ARD zeigst, wird er wahrscheinlich mittelmäßige Quoten einfahren. Wenn du allerdings jetzt einen 303 oder so zeigst, der wiederum eine jüngere Zielgruppe hat, wirst du wahrscheinlich schlechte Quoten einfahren. Also ich glaube, die deutschen Fernsehzuschauer sind nicht wirklich für Experimente offen. Das merkst du ja schon an experimentellen Tatorten. Was aber auch daran liegt, dass die Leute dazu in Anführungsstrichen hinerzogen wurden. Jetzt natürlich nicht bewusst dazu hinerzogen, aber wenn du seit 20 Jahren nicht wirklich,
Also wenn du die Perlen quasi wirklich mit der Lupe suchen musst und es von einem Rote Rosen bis zum Verbotenen Liebe bis zu Unter uns ein Telenovela-Scheiß nach dem anderen kommt, unterbrochen durch die Spannungsbombe Tatort, dann, ja, da ist ja auch fast kein Platz mehr für irgendwas. Also, wenn du mal krank bist, hoffen wir, dass es nicht vorkommt, aber dann, gut, du hast hier kein Fernsehen, aber theoretisch, tu dir mal einen Gefallen, geh mal online und guck dir mal an, was in den großen 7-8 Sendern von 0 bis 24 Uhr zu sehen ist. Oder besonders von, sagen wir, 7 bis 18 Uhr, wo wirklich ja auch die Hauptguckzeit ist. Das ist erschreckend. Also es ist wirklich erschreckend. Ja. Es ist null Vielfalt, es geht alles in dieselbe Richtung und es ist bloß nichts mit höherem Anspruch als die Tagesschau. Das ist echt, es ist nichts. Und das waren meine Kerngedanken, als ich den Film gesehen habe. So, der deutsche Film kann unfassbar gut sein, aber man kriegt davon halt nichts mit. Ja. Also. Und das Beste, was in den letzten Jahren in Serien gekommen ist, weil, sei mal ehrlich, das hat genau, Serien und Filme tun sich da nichts. Die haben dieselben Probleme in Deutschland. Da muss Netflix aus den USA kommen, um den Deutschen zu zeigen, dass sie hier das Talent haben, Weltklasse-Serien zu produzieren. Da muss ein Sky zusammen mit ZDF Babylon Berlin produzieren, damit die sich mal trauen. Ey, das ist ein Armutszeugnis. Weil das Budget, das liegt bei den Öffentlich-Rechtlichen. Dass die Privaten das nicht machen, okay, die müssen ja auch noch irgendwo auf ihre Aktionäre achten und hast du nicht gesehen. Aber guck dir auch die amerikanischen Serien in Deutschland an. Ich glaube, The Walking Dead hat nie Fuß gefasst. Nee, weil das aber auch versendet wurde wie sonst was. Game of Thrones kam im wilden Mix, ich meine auf RTL 2 oder Tele 5? Ja, das lief auf RTL 2, ich meine aber auch nach 22 Uhr. Genau, und dann kam Staffel 3 Folge 4, Staffel 2 Folge 1, Staffel 2 Folge 9 und Staffel 4 Folge 2. Das sind aber auch so Sachen, die kannst du dir nicht mit Werbung angucken. Da ist natürlich das Prinzip Fernsehen irgendwo im Weg. Für mich war damals ein Segen Comedy Central, weil die sich auch mal getraut haben, Serien mit ins Programm zu nehmen, die, das klingt jetzt ein bisschen sehr hipstermäßig, aber die nicht der Mainstream sind. Ich weiß, 50% des Programms von Comedy Central bestehen aus South Park oder Family Guy, aber der Rest, da haben sie sich halt auch wirklich mal an Sachen rangetraut, die es hier nicht so groß gibt. Haben irgendwelche Adult Swim Serien aus den USA genommen, für relativ kleines Geld wahrscheinlich die Lizenzkosten und haben sie einfach mal verstrahlt. Und da waren wirklich Perlen dabei. Unter anderem über Comedy Central bin ich auf Community gestoßen, was eine wunderbare Serie ist, meine Lieblingsserie mittlerweile. Auf Archer bin ich darüber gekommen, Ugly Americans. Das ist wenigstens ein Sender, der sich ein bisschen was traut. Natürlich war da auch richtige Scheiße dabei. Gerade die eigenproduzierten Sachen sind zum Teil wirkliche Grütze gewesen. Aber die trauen sich wenigstens mal was. Und da kannst du auch ohne Probleme mal durchseppen. Aber bei fast allen anderen, das sehe ich eher Flaute. Na gut, meine Empfehlung Systemsprenger, schaut ihn euch alle an. Hier geht es jetzt erstmal weiter mit den Spiele-News oder mit der Spiele-News, besser gesagt. Pump up the Jam, los geht's. Ganz genau, denn durch die Spielebranche ist ein Knall gegangen, wie es ihn seit Jahren wohl nicht mehr gab. Microsoft hat Menix Dienix einmal ZeniMax Media gekauft für schlappe 7,5 Milliarden Dollar. Das ist keine falsche Notiz hier, die ich mir gemacht habe. Es waren 7,5 Milliarden Dollar, der, ich glaube, drittgrößte Zukauf der Geschichte von Microsoft. Das war wirklich ein Brett. Bethesda ist unter anderem einer der Entwickler oder einer der Publisher, die unter ZeniMax Media laufen. Und die haben ja bekanntlich so Franchises wie Fallout, The Elder Scrolls, Dishonored, Doom, Wolfenstein. Das ist ein Brett. Das ist wirklich ein Brett. Das bringt so ein bisschen das Gleichgewicht ins Wanken. Und man ist sich nicht so ganz sicher, was sie damit jetzt machen wollen. Wollen sie das konsolenexklusiv machen? Wahrscheinlich nicht. Dadurch, dass Microsoft ja auch immer den PC noch mit bespielt, dann würden sie es quasi einfach nur von der PlayStation wegnehmen.
Auch fraglich, ob sie das machen, weil da auch nochmal richtig viel Geld flöten gehen würde, potenziell. Auf der anderen Seite würden sie dann auch noch ein Verkaufsargument mehr für die Xbox haben. Packen sie es nur in ihren komischen Xbox Game Pass, dann ist der natürlich OP. Will keiner mehr von PlayStation, diesen Sony-Anbieter-Kram haben, der wirklich dünne ist. Es ist spannend. Also es wird wirklich spannend zu sehen, wie Microsoft sich damit jetzt positioniert. Ich habe auch schon von sehr bekannten oder sehr, sehr profilierten Videospielredakteuren gelesen, dass sie vermuten, dass das jetzt das Ende der konsolenexklusiven Titel eingeläutet hat. Weil es sich für beide Seiten mittlerweile vielleicht einfach nicht mehr, also es lohnt sich nicht mehr, konsolenexklusiv zu produzieren. Besonders wenn Microsoft sich jetzt wirklich hinstellt und sagt, okay, wir ballern den Kram jetzt sowohl auf Xbox als auch auf PC raus, kann es sein, dass sich das Ganze so langsam in Wohlgefallen auflöst. Und das wäre natürlich eine gute Sache für Gamer. Egal auf welcher Seite man jetzt steht, wobei es Fände ja ich jetzt ohnehin. auch erstmal liberal und cool. Absolut, absolut. Ich hoffe, dass es diesen Weg geht oder dass sie diesen Weg gehen. Sollten sie ihn gehen, gibt es dafür meinen Daumen hoch. Für den Rest, es bleibt spannend. 7,5 Milliarden Dollar sind eine Stange Geld. Selbst für Microsoft ist das eine Stange Geld. Und die sollen sich irgendwie refinanzieren. Und da bin ich gespannt, wie sie es machen wollen. Ich hoffe nur, dass der Spieler am Ende nicht drunter leidet. Das war die Gaming News. War Gaming Singular. News. Wobei, es war so viel, der Singular, der umfasst fast diese Tragweite dieser News gar nicht. Wir stehen immer noch alle sehr unter Schock. Ich hoffe nur, dass das bedeutet, dass The Elder Scrolls 6 vielleicht ein bisschen schneller veröffentlicht wird. Ja, dein Kratzen übrigens an deinem Hals hat man gerade gut auf dem Mikrofon gehört. Oh, das ist So, unangenehm. wir sind menschlich. Wir sind Menschen hier in unserem kleinen Studio. Entgegen etlicher Pressestimmen sind wir menschlich. Ich möchte das noch einmal ganz klar dementieren. Auch wenn Teile meiner Beine und mein rechter Arm Metall sind und ich hin und wieder programmiert werde, um. Was macht Terminator? Ich habe Terminator nie gesehen. Wahrscheinlich terminatet der Leute. Ich habe keine Ahnung, ich war gerade eher bei Barry von Archer. Ich weiß es auch nicht. Ich wusste jetzt aber auch nicht, wie ich dein Gag zu Ende führen soll. Du hast dich Ich da so wusste es in der selber Sackgasse nicht. manövriert. Da konnte ich dich jetzt auch nicht mehr abschleppen, sorry. Da musst du Abschleppen. jetzt. Abschleppen habe Die ich schon Suppe wieder musst du auslöffeln. Vietnam-Flashbacks. Die Oscars wollen sich verändern. Das ist schon ein paar Wochen alt, aber ich würde trotzdem noch ganz gerne drüber reden, damit wir hier nicht zu monothematisch werden mit unseren ganzen Preisverleihungen. Hängen wir einfach nochmal eine Preisverleihung oben drauf. Das ist der Fakt. Sie wollen variabler werden, diverser werden und deswegen soll zumindest die Top-Kategorie bester Film ab jetzt nach bestimmten Kriterien vergeben werden. Es ist noch nicht ganz klar und man muss auch dazu sagen, falls es eintritt, wird es ab dem Jahr 2024 der Fall sein. Also jetzt erstmal keine Eile, keine Hektik, keine Panik. Es soll bestimmte Kriterien geben, die ein Film erfüllen muss. Und wenn er, das ist jetzt beispielhaft gesagt, von diesen 8, 9 Vorgaben 4, 5 erfüllt, kann er aufgenommen werden. So grob. Manche zählen wahrscheinlich mehr, manche weniger. Gut ist es, wenn der Cast divers ist, wenn verschiedene Ethnien ihm angehören, wenn gleiches beim Produktionsteam der Fall ist, bei den Schreibern, bei den Regisseuren und so weiter. Frauen spielen eine wichtige Rolle. Also es wird versucht, das Ganze, die Themen, die behandelt werden sollten, diverse Themen ansprechen. Ja. Mein erster Impuls war Kacke, erstmal, denn ich finde es ganz, ganz furchtbar, Kunst in Rahmen zu pressen. Klar, eine Preisverleihung macht das irgendwo automatisch, denn du machst ja Vorgaben, damit ein Film teilnehmen kann. Aber den Oscar, den finde ich größten freien Filmpreis, wo halt Langspielfilme, primär amerikanische, wenn Langspielfilme nominiert werden, um diesen Film, diesen Best Picture Award mitzunehmen, dann ist es eigentlich so, dass die alles dürfen. Es muss einfach ein guter Film sein. Punkt. Wenn du jetzt aber hingehst und sagst, nur Filme, bei denen der und der mitspielt, bei denen der und der mitspielt, das ist jetzt ein Horrorszenario, was ich male, aber es könnte auch dazu führen,
Was ja eh schon hin und wieder der Fall ist, siehe Star Wars Rogue One oder siehe, wie hieß das mit dem Labyrinth Maze Runner oder so, dass der Cast tatsächlich dann so zusammengesetzt wird, okay, wir brauchen eine Frau, okay, wir brauchen einen weißen Dude, okay, wir brauchen einen schwarzen Dude, okay, wir brauchen einen Asiaten, okay, bla 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 und so weiter. Und wenn das der Fall ist, dass du deinen Cast nach diesem Muster zusammensetzt, dann wäre das im Grunde Rassismus. Und eine Limitierung der Autoren. Absolut. Weil du kannst dich nicht mehr hinstellen, kannst sagen, ey, ich will meine Lebensgeschichte erzählen. Also kannst du, natürlich kannst du das immer noch, gar keine Frage. Aber du limitierst dann ja irgendwo die Siegeschancen des Films. Oder setzt sie auf null. Ich weiß es auch nicht. Ich finde es, natürlich ist es ein nobler Gedanke, der dahinter steckt. Ich bin mir nur nicht sicher, ob das der richtige Weg ist. Die Genau. Leute werden natürlich nicht dazu gezwungen, weil du ja nicht, du wirst ja nicht dazu gezwungen, dass du einen Film machst, der einen Oscar gewinnen soll. Aber das ist nun mal die Königsdisziplin, das ist nun mal die höchste Auszeichnung, die ein Film bekommen kann. Und ich weiß nicht, ob es gut ist, da so ein enges Korsett zu stecken. Was passiert denn, wenn unzweifelhaft ein Film der beste Film des Jahres ist? Wie ein, sagen wir jetzt, es ist ein Joker, es gab kein Parasite, es gab, Joker war mit Abstand das absolute Highlight. Joker hatte in der Hauptrolle nur Kerle. Gewinnt dann ein diverser Film, obwohl Joker offensichtlich von allen gewählt der beste Film ist, aber Joker kann es nicht sein, weil er bestimmte Richtlinien nicht erfüllt. Das ist halt die Frage, ne? Machen Film, Historiendrama über den KKK. Wie viele Asiaten möchtest du da reinstecken? Ja, machst du American History X? Wird das denn jetzt. Also, sorry, das. Nee. Nee. Das führt aber auch nicht. Ich habe das Gefühl, das führt nicht dazu, dass du den Betroffenen auch hilfst. Das ist wieder so ein typisches Ding von, ich schieße über die Ziellinie hinaus. Es werden die Symptome behandelt, aber nicht die Ursache sozusagen. Ja. Also wenn wir schon dahin gehen, dann muss man sagen, okay, es ist halt die Academy. Ihr habt meinetwegen ein paar tausend Leute sind es, glaube ich, inzwischen. Ein paar tausend Leute in der Filmbranche, die auswählen, welche Filme nominiert sind und welche Filme gewinnen. Da war und ist immer noch, es ist besser geworden, aber es ist zweifellos immer noch der Fall, dass ein Großteil dieser tausenden Leute relativ alt und relativ weiß und relativ konservativ ist. Das war vor ein paar Jahren noch deutlich, deutlich schlimmer. Ist aber dennoch der Fall. Und dann kommt es halt vor, dass in einem Jahr tatsächlich zum Beispiel kein Schwarzer nominiert war für irgendeinen Preis. Das war, lass mich nicht lügen, 2016, 2017 irgendwann. Wobei es Filme gab, bei denen das durchaus ja, schon nötig gewesen wäre, sie zu nominieren, was dann am Ende halt komisch aussieht. Wenn du jetzt in jedem Film unbedingt dieses Diversitätsmuster, quasi diesen Bogen ausfüllen musst, um den machen zu können, um diesen Preis holen zu können, dann sitzen ja immer noch genau die gleichen Leute da und bewerten den Kram. Also wäre es doch wahrscheinlich schlauer, und das sage ich jetzt als kleiner Podcaster in einem kleinen Zimmer irgendwo in Hildesheim, wenn du halt die tatsächlichen Auswähler, die Academy umstellst oder das Prinzip der Auswahl umstellst und nicht die eigentliche Kunst, die sie bewerten, weil die hat, finde ich, damit gar nichts zu tun. Ja, also es ist grundsätzlich einfach eine schwierige Geschichte, überhaupt Quoten oder solche Vorgaben zu machen. Es teilt doch die Leute viel mehr, als es sie eint. Dann guckst du dir das an, sagst, ja, der Film an sich ist gut, aber mir fehlt hier noch eine asiatische Person. Was soll denn das? Ey, sorry, ich sehe das als Rückschritt. Tatsächlich. Auch Ja. wenn der Grundgedanke dahinter ja nobel ist. Richtige Idee. Aber das ist nicht die. Falsches Konzept. Ja. Mal schauen, was sich daraus entwickelt. Das wollte ich nochmal angesprochen haben, weil ich den Oscar sehr cool finde. Ja, und ich kann jetzt nochmal ein bisschen was aus dem Real Life vertellen. Und zwar hatte ich die letzten Wochen etwas viel um die Ohren der Arbeit, also auf der Arbeit, die mir meine Miete sichert. Nicht die hier, die klaut sie wieder. Und zwar haben wir ein relativ großes Projekt gehabt, wo es um Livestreams ging und um Live-Talks, Live-Interviews. Und das Ganze haben wir in einer Halle gemacht,
bei einem Dienstleister, der für so Livestreaming-Sachen perfekt ausgerüstet ist. Und es war schon wirklich spannend, sowas mal hinter den Kameras zu sehen. Einmal dieses riesen, elends, scheiße fucking große Regiepult, das einen riesengroßen Raum eingenommen hat. Ich wüsste wirklich gerne, da würde ich mir irgendwie mal gerne so einen Tag Zeit nehmen und einfach mit diesem Herrn, der das bedient hat, der weiß, wie das funktioniert, dem das alles gehört, einfach mal alles durchgehen und gucken, was man da so mitmachen kann. Super spannend. Dann ein riesengroßes Set, das aussieht wie so ein Miniaturbühne von einem Freiluftfestival. Ganz viele verschiedene Lichter, das kannst du alles einstellen und die Kameras und dann zwei verschiedene Kameramänner, dann nochmal ein Regiepult, die sehr spannend auch zu sehen, während der Live-Talk am Geschehen ist, wie die Kameramänner mit der Regie kommunizieren, wie das Ganze abläuft. Das war einfach schön und spannend, das mal zu sehen. Das lief von Montag bis Donnerstag. Das war wirklich angenehm. Mal ganz davon ab, dass es eine sehr angenehme Zusammenarbeit war und man sich da auch als Externer, der da nur seinen Kram durchzieht, sehr, sehr wohl aufgehoben gefühlt hat. Das war wirklich schön. Das war eine tolle Erfahrung. Kann ich nachvollziehen. Livestreams sind immer noch mein großer Lebenserfolg. Damals in Hamburg. Ach, wir waren alle mal jung. Was wir am Anfang der Episode vergessen haben und jetzt natürlich nochmal nachholen wollen, ist zum Ende hin die Zuschauereinbindung, die Zuhörereinbindung, Entschuldigung. Denn wir haben natürlich gefragt, was eure Lieblingsfilme sind, wenn wir schon unsere 15 Lieblingsfilme durchkauen. Und erst lesen oder erst hören? Ich glaube, erst lesen und dann werden die Hörer durch eine Hörerin quasi aus dieser Folge begleitet. Ist das nicht mal das Deal? Das ist ganz großartig. Das wird das Beste sein, was Ihnen lange passiert ist, wenn keiner von uns die Folge beendet. Das stimmt wohl. Ist zweifellos immer eine große Qual. So, wir haben zwei Nachrichten bekommen. Sekunde. Ich nehme einfach mal die erste. Ich nehme die Nachricht von Jacqueline, die würde ich vorlesen. Okay. Ja, dann mach. Okay. Jacqueline schreibt: Hallo, mein Lieblingsfilm ist Harry Potter und der Gefangene von Azkaban, einfach weil ich mit Harry Potter aufgewachsen bin und Hogwarts und die ganze Harry Potter Welt schon immer geliebt habe. Ich liebe besonders den dritten Teil, da dort einer meiner Lieblingscharaktere zum ersten Mal vorkommt. Es gab jetzt leider keine Folgeantwort auf die Frage, ob das jetzt Sirius Black oder Remus Lupin ist, aber eigentlich weiß doch jeder, der reinen Herzens ist, dass es nur Remus Lupin sein kann. Wahrscheinlich, ja. Ich gehe auch stark davon aus. Es ist einfach oder der liebenswürdigste Schwanz. Das wäre kritisch. Aber liebe Jacqueline, das kann ich gut verstehen. Das ist ein toller Film. Wir haben genüsslich ausführlichst über diesen Film schon gesprochen. Ich kann da nur noch mal gerne noch mal reinziehen um Folge 50 herum, drei Special Folgen. Ganz genau. Lang und breit zu Harry Potter und der Gefangene von Azkaban. Die Sarah schreibt: Hallo, mein Lieblingsfilm ist Selbst ist die Braut. Ich mag die Schauspieler, die Story, den Ort und kann den Film einfach immer schauen und es wird nie langweilig, obwohl ich ihn mittlerweile mitsprechen kann. Ich habe mich abgeholt gefühlt. Ich kenne den Film nicht, aber wenn man so einen Film hat, den man immer wieder schauen kann, obwohl man ihn mitsprechen kann, das mag ich sehr. Das gibt mir ein warmes Gefühl im Bauch. Absolut. Das ist perfekte Beschreibung dafür. Das sind so die Filme, die du dann an einem Samstagabend anmachst, wenn du einfach ein schönes Gefühl haben möchtest. Du hast für den Rest nichts zu tun, du hast gerade keinen Stress, du willst einfach mal dich aufs Sofa legen und dich wohlfühlen. Und dann machst du sowas an. Ja, finde ich schön. Und ich finde, jeder sollte so einen Film haben. Oder am besten noch eine Reihe von solchen Filmen. Vielleicht auch eine Serie. Der Film ist tatsächlich auch ziemlich gut. Ich habe mich dann eingelesen, erst mit Sandra Bullock, Ryan Reynolds. Und ist eine Richtung Liebeskomödie, Filmkomödie. Amerikanisch, klar, Selbst ist die Braut klingt erstmal so in Richtung Sex in the City, billig Romanzenkomödien-Ding. Aber der hat starke Bewertung und soll echt in jeder Hinsicht ein guter Film sein. Oh, und ich sehe, da hat Betty White mitgespielt, die ohnehin eine absolut lebende Legende ist. Ich liebe diese Frau. Und Oscar Nunez, der jetzt wahrscheinlich nicht so bekannt ist, aber mir bekannt als Oscar aus The Office und da eine wundervolle Rolle spielt. Also da sind, wenn ich da so drüber gucke, ein paar spannende Leute dabei. Und wenn das so ein
entspannter Happy End Film ist. Ich sehe hier Liebeskomödie, finde ich, bin ich ehrlich gesagt, muss ich sagen, ich bin nicht mal abgeneigt. Nein, überhaupt nicht. Ich sehe mich Richtung Weihnachten an diesem Film. Naja. Ja, also der steht nicht ganz oben auf meiner Bucketlist, aber er steht auf der Bucketlist mittlerweile. Den Danke, Sarah. Und die dritte kommt sogar audiotechnisch hereingeschneit und damit möchte ich die Episode auch schließen. Wenn ihr, und das könnt ihr immer tun, wenn ihr an dieser Stelle seid und denkt, ich wollte schon immer mich selber in einem Podcast hören, beziehungsweise wenn ihr nicht denkt, dass das euer absoluter Albtraum sein könnte, dann seid ihr herzlich dazu eingeladen. Ihr müsst nur, und das klingt jetzt komplizierter als es ist, auf anchor.fm/steinwurf gehen. Ist das soweit richtig? Das ist richtig. Anchor ist geschrieben richtig. A-N-C-H-O-R. Genau, anchor.fm/steinwurf steht aber auch noch in der Beschreibung drin. Und dann ist da ein Button, wo steht plus Message. Und da könnt ihr dann ganz einfach eine Sprachnachricht aufnehmen, die wir noch viel einfacher einbauen können. Und weil das so großartig geklappt hat, hört ihr jetzt zum Abschluss dieser phänomenalen Folge die Melanie mit ihrem Lieblingsfilm. Macht es gut, bis zur kommenden Woche und haut rein. Hallo ihr zwei, ich bin Melanie aus Hamburg und würde gern meinen persönlichen Lieblingsfilm der letzten Jahre mit euch teilen. Und zwar ist das Little Women von Greta Gerwig, wo ich wirklich im Kino gesessen habe und es mir ein ums andere Mal die Tränen in die Augen getrieben hat. Das ist die Verfilmung des gleichnamigen Klassikers von Louisa May Alcott und geht um vier Schwestern, die Mitte des 18. Jahrhunderts aufwachsen und alle verschiedene Träume und Ziele verfolgen. Und die Hauptfigur Jo, verkörpert von der unfassbaren Saoirse Ronan, kämpft für Gleichberechtigung und Anerkennung von Frauen. Und das Faszinierende ist, dass sich dieses Themengebiet eins zu eins auch in die heutige Zeit wirklich übertragen lässt. Und ich mich immer dabei erwischt habe, wie ich da saß und dachte so, das sind Momente, die man heute halt auch im Alltag irgendwie wiedererkennen könnte. Und das Ganze mit unfassbaren Kleidern und ganz, ganz toller Musik. Also es ist ein großartiger Film, den ich wirklich, wirklich sehr, sehr empfehlen kann. Steinwurf im Glashaus.